ganz ehrlich, ich habe auch gedacht, dass sich mit der Super Duke einiges positiv verändern wird mit dem YouTube-Channel. Ich bin komplett falsch gelegen. So. Ich muss niemand mehr was beweisen. Ich möchte euch da draußen sagen, dass euch materielle Dinge nicht glücklich machen. Und auch, ja, glücklich macht mich, wenn ich mit der Conny in Wien bin oder wenn sie zu mir kommt und wir gemeinsam Motorrad fahren. Die Conny macht mich glücklicher als alles andere, Mann. Einige gesagt haben so, ja, wie kann man als 22-jähriger Hosenscheißer sich eine Super Duke kaufen und so weiter. So, Freunde, herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Bum, bum, bum. Heute habe ich mal wieder ein sehr interessantes Thema für euch alle und für mich natürlich auch. Denn es geht um folgendes Thema, das Video, die Kost, Alter, die Super Duke geht einfach von komplett voll zu komplett leer, alles klar. Heute geht es um ein Thema, beziehungsweise über mein vorletztes Video, das ich hochgeladen habe, so, was mich denn die Super Duke im Monat kostet. Und ich bin sehr, sehr traurig über einige Kommentare. Das ist einfach, ich will jetzt nicht wieder vom Thema Neid sprechen, weil mich kotzt das Thema Neid selber schon an, weil ich will nicht, dass das jetzt so rüberkommt wie, ja, du machst schon wieder nur so ein Video über Neid, damit man sagt, nein, Digga, alles gut, du hast eh das und das erreicht, mach dir keinen Kopf. Ich will sowas auch gar nicht mehr hören, Alter, mir geht das selber schon auf den Sack. Ich weiß, was ich selber leiste für mein Geld und was ich selber halt so mache. Und ich freue mich natürlich über jeden, der da kein Auge wirft, so. Aber ich suche jetzt auch nicht die Bestätigung in meinen Videos damit. Einige Kommentare haben mich da sehr, sehr traurig gemacht. Und zwar waren das folgende, dass mir einige gesagt haben, so, ja, wie kann man als 22-jähriger Hosenscheißer sich eine Super Duke kaufen und so weiter. Ich habe da auch gesagt, dass ich halt 2 Tage arbeite. Das mit 2 Tage arbeiten war darauf bezogen, dass ich 2 Tage in einem Betrieb arbeite und 7 Tage in der Woche als Influencer, also als YouTuber, Instagrammer und so halt arbeite. Das ist nicht so, dass ich 2 Tage arbeite und ich lege mich dann den Rest der Woche auf die faule Haut so. Das ist halt einfach, das ist einfach dämlich, wenn man das glaubt, weil nur mit 2 Tagen arbeiten könnte ich mir gar nichts leisten. Ja? Ich verdiene nämlich mit 2 Tagen arbeiten weniger, als man mit dem Existenzminimum, das heißt als Arbeitsloser, bekommt. So. Das heißt, ja, irgendwo, wenn man sich da ein bisschen das Hirnkastel einschaltet, ja, würde man das schon checken. Aber ich weiß nicht, warum so viele Leute einfach nicht gönnen. So. Es gibt so viele junge Leute in meinem Alter, die gehen jedes Wochenende saufen, Alter. Die gehen jedes Wochenende Shisha rauchen, Party machen, dies, das. Ist ja auch gar nichts verwerflich. Soll jeder machen, wie er möchte. Niemand schreibt dir so dein Leben vor, wie du es zu leben hast. Aber ich bin einer, ich arbeite sehr viel für mein Geld. So. Also sehr viel. Es ist halt eine ruhige Arbeit, die man hat, aber es ist halt trotzdem eine Arbeit so. Ich arbeite trotzdem halt so einen ganzen Tag irgendwie. Und ich will keinesfalls sagen, dass meine Arbeit schwer ist oder so, gell? Weil so Influencer-Arbeit ist halt nicht schwer oder nicht viel, sag ich mal. Kommt halt auch drauf an, was du dir halt so vornimmst, aber es ist halt trotzdem auch Arbeit, die dich mental halt sehr mitnimmt, so. Weil ich bin halt damit auch selbstständig, was halt auch heißt, so, wenn es einen Monat mal nicht läuft, dann bin ich am Arsch, so. Ich habe dann kein Geld für das Monat, so. Und das ist halt das, was halt deinen Kopf fickt halt. Das sind sich halt die meisten Leute nicht bewusst, so. Anderes Thema, die Wheelies, ja. Viele Leute finden es komplett behindert oder haben es in dem einen Video komplett behindert gefunden, sodass ich 1-2 Wheelies gezogen habe. Das sind dann wahrscheinlich auch die Leute, die bei Grenzgänger schreiben, so, ja, geiles Video. Wisst ihr, was ich meine? So, es ist einfach diese Doppelmoral oft so. Wahrscheinlich fahren die selber auch Wheelies, muss ja nicht unbedingt im Straßenverkehr sein oder so. Ich sage auch nicht, dass das geil ist, wenn man im Straßenverkehr Wheelies macht. Ich mache es jetzt auch nicht so oft, ja. Aber das Ding ist halt einfach so, wenn einem dieser Content halt nicht gefällt, dann sollte man so einen Content einfach nicht schauen. Das ist das gleiche, wie wenn ich ein Let's Play zu Minecraft schaue und ich Minecraft gar nicht mag, so. Das ist halt, ja. Aber einige Kommentare sind wirklich halt ein bisschen krass, krass nichtsgönnerhaft, so. Ich verstehe es halt einfach nicht. Das hat mich wirklich, wirklich getroffen, Mann, ohne Scheiß, so.
Ich arbeite mit 22 Jahren. Ich habe das Geld von der Super Duke. Ich sage mal, 80% habe ich mir erspart von meiner Arbeit, wo ich damals 40 Stunden gearbeitet habe. Und 20% kommt dann von YouTube dazu. Und die Leute wissen halt immer alles besser und meinen dann, sagen zu müssen, ja, als YouTuber hat man ja die Kohle eh so easy peasy, dass man sich immer mit 22 eine Super Duke ziehen kann. Und das ist halt kompletter Bullshit. Ich verdiene so wenig mit YouTube wie noch nie zuvor. Also ich habe in meiner ganzen YouTube-Laufbahn noch nie so viel Kohle verdient wie in diesem, noch nie so wenig Kohle verdient wie in diesem Monat. Was soll man dazu sagen, Alter? Leck mich am Arsch! Ich werde mein Content natürlich deswegen nicht ändern oder ich werde deswegen auch nichts anders machen. Ich werde einfach schauen, dass ich immer weniger Angriffsfläche biete, wo sich die Leute darüber aufregen können. Und ich muss ehrlich gesagt niemandem mehr was beweisen. Also ganz ehrlich, ich habe auch gedacht, dass sich mit der Super Duke einiges positiv verändern wird mit dem YouTube-Channel. Ich bin komplett falsch gelegen. So, das ist das gleiche wie, wenn mich immer wieder Leute fragen, ja, bist du glücklich mit der Super Duke? Ja klar, in irgendeiner Weise bin ich doch glücklich, dass ich so Motorrad fahre, aber es macht mich persönlich nicht glücklicher. Das ist einfach kompletter Bullshit, wenn man sowas glaubt oder wenn man sich mit materiellen Dingen so bereichert, in der Hoffnung, dass man dadurch glücklicher wird. Das ist einfach nicht der Fall. Ich schwör's euch, ich war mit der CB genauso glücklich, persönlich, wie mit der Super Duke so. Klar ist es ein geiles Gefühl, wenn man sich die zieht aus dem Laden, so wenn man die neu kauft, wenn man da hart dafür gearbeitet hat, wenn man das Geld auf den Tisch legt und sich das Ding hier einfach rausziehen kann, easy so. Aber es ändert einfach nichts dran. Ich bin immer noch der gleiche wie vorher, Mann. Und ich bereue die Kaufentscheidung für das Super Duke natürlich nicht. Ich liebe dieses Bike, ich liebe sie. Aber ich habe mir echt gedacht, so dass das ein bisschen mehr Hype auslösen wird, so dass die Videos besser werden. Aber es ist einfach falsch, so in das zu glauben. Das war einfach dumm und ich habe gelernt in dieser Zeit jetzt, ich muss niemandem mehr was beweisen. Am Anfang so mit der Super Duke, ja, deine Videos sind so scheiße, ich habe Videos geübt ohne Ende. Alter, die knallt. aber es juckt mich einfach nicht mehr. Wenn jetzt Leute schreiben so, ich bin ein Idiot oder so, es juckt mich einfach nicht mehr. Es juckt mich ein Scheißdreck. Ich bin innerlich gerade so easy und zufrieden, Alter. Und das, obwohl es so beschissen läuft, oder was heißt beschissen läuft, es läuft halt einfach momentan kohletechnisch einfach gar nicht so. Aber deswegen ändere ich mich nicht so. Ich werde deswegen jetzt nichts an den Videos ändern oder, ja, ich will einfach wieder back to the roots gehen. Ich will einfach wieder so Videos machen, weil ich so Bock drauf hab, Digga. Ich hatte eine übel lange Zeit, da habe ich so übel in meinen Kopf Fahrer geschoben, Alter. Ich habe so Stress geschoben. Ich muss Videos machen, ich muss immer krasser werden, so, damit die Kohle kommt, so, weil ich brauche Geld zum Leben, Mann. Es ist halt einfach so. Es war einfach ein komplett falscher Denkansatz und ich möchte euch da draußen sagen, dass euch materielle Dinge nicht glücklich machen und auch, ja, glücklich macht mich, wenn ich mit der Conny in Wien bin oder wenn sie zu mir kommt und wir gemeinsam Motorrad fahren. Die Conny macht mich glücklicher als alles andere, Mann. Und verbringt die Zeit mit Menschen. Verbringt die Zeit einfach mit euren Lieblingsmenschen so. Macht euch eine schöne Zeit. Das ist viel mehr wert als eine Super Duke oder als irgendwas Materielles so. Was nutzt euch das geilste Bike oder das geilste Auto, wenn ihr alleine drin sitzt? So, wisst ihr? Und ja, das war so mein Thema, das ich mitgeben wollte so und ich hoffe, ihr könnt was aus dem Video lernen und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder, Freunde, haut rein und danke für euren Support, wirklich, also ich muss mich echt bedanken, der Merch geht richtig gut, ich habe jetzt auch ein neues Merch-Design online, checkt's aus, Link in der Beschreibung unten und wenn ihr Bock drauf habt, schaut mal vorbei, ansonsten haut rein, Leute, schönen Tag noch, peace!